Moin Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Die letzte Episode ist ja schon ein bisschen her. Da ging es ja darum, dass ich über Personen geredet habe, die einen beleidigen oder halt böse Sachen schreiben. Aber in der heutigen Episode habe ich eigentlich vor, mein Nachtclub ein bisschen mal aufzufüllen bzw. auch zu zeigen. Weil es hat sich wieder ein bisschen was verändert. Und so habe ich jetzt die Lagerhäuser vom Nachtclub alle gekauft für 1 Million. Und ja, da gucken wir uns mal kurz nach. So. Die Beliebtheit, die werde ich auch nochmal kurz einmal auffüllen gehen. So. Zack, zack, zack. Genau, jetzt seht ihr es hier schon, dass die pharmazeutische Mittel als auch die Papierwaren, und hier geht gerade Frachtgut und Versand noch nach oben. Und dann die Jagdausstattung, die fehlt noch, die müsste eigentlich auch bald hochgehen. Und dann kommen noch die Bioprodukte mit hinzu. Und da habe ich praktisch 4 bis 5 Sachen. Und genau die Jagdausstattung, wie gesagt, keine Ahnung, warum die sich nicht auffüllt, weiß ich nicht. Und dann, wie gesagt, kommen demnächst noch die Bioprodukte hinzu, also heißt Gras, in dem Fall das Hanf. Und da habe ich jetzt insgesamt Verkaufe von 46.000. Dann könnte ich noch einen neuen DJ einstellen für jeweils 100.000. Hier verschiedene 3 Stück. Noch eine Verbesserung, die ich kaufen könnte. Mache ich jetzt allerdings aber nicht. Und ja, mein aktueller Gesamtverdienst vom Nachtclub liegt bei 8,3 Millionen. Nachtclub-Einkünfte bei 5,4. Dann Nachtclub-Jobs abgeschlossen. 623, genau. 236, dann Lagerhausverkäufe abgeschlossen, 28, und dadurch die Einkünfte vom Nachtclub Lagerhaus 2,9 Millionen, also 3. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal den Nachtclub bewerben. So. Jetzt habe ich auf der Map gelbe Punkte, das heißt, es sind die verschiedenen Standorte, wo ich jeweils die Plakate verteilen muss. Und genau, da würde ich jetzt sagen, fahren wir einfach mal direkt zu dem Spot. Und genau, ich habe jetzt mittlerweile auch eine Yacht. Die habe ich auch jetzt neu gekauft und habe jetzt aktuelles Guthaben von 44 Millionen. Und wie gesagt, falls mich welche fragen, welches Fahrzeug das ist der D-Klasse Scramjet, das ist also ein Supersportwagen. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade momentan alleine in der Sitzung. Und ja. Dann würde ich sagen, mach hier mal kurz einen Zeitraffer rein und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, am letzten Ziel angekommen. Durch einen kleinen Umweg. Ich habe jetzt jeweils 8 Plakate verteilt, wie ihr auch unten rechts lesen könnt, beziehungsweise ablesen könnt. Und die Zeit passt auch noch optimal. Das ist jetzt habe ich aus Versehen eine Person überfahren, super. In Hoffnung, dass ich keinen Stern kriege. Ist ja jetzt echt doof. Ja, wo ist denn der? Muss ich jetzt nicht wirklich nach oben? Scheiße. Ja, gut. Das war jetzt nicht so geplant, aber naja, egal. Fahren kurz außen rum und fahren dann falsch rum hoch. Ich weiß, macht man eigentlich nie, aber. Ist ja nicht real life, ne? Von daher. Hier vorausschauen, fahren und zack. Gucken, dass keiner kommt. Passt. Okay, passt eher weniger. So, und am letzten angelangt. Komm. Danke. Ich bin immer noch alleine in der Sitzung. Los. So, 5000 bekommen. Easy. Damit es nicht so langweilig wird, würde ich sagen, machen wir eine kleine Flugstunde und genießen ein bisschen den Ausblick. Oh nein, nicht aufs Dach. Doch. Okay, kurzzeitig aufs Dach. Nein, nicht auf den Reifen. Alter. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Huch. Normal. Komm. Ja, eher weniger. Aber war ich gar nicht so schlecht. Ne, ich sehe schon, da lande ich irgendwo. Aber doch auf der Straße. Perfekt. So, dann würde ich sagen, fahren wir kurz zum Nachtclub runter. Aber runterfliegen tue ich da jetzt nicht, weil da ist Wasser in der Nähe. Okay, ich fahre auf Zugleise auf. Läuft bei mir. Läuft. Wow. Hallo. Danke. Ah, das Zug. Dann gucken wir noch mal kurz beim Nachtclub, ob da jetzt alles passt. Oh. Huch. Nicht reinfahren. Jetzt wollte ich gerade schon mit dem Auto reinfahren, nee, läuft. Oh Mann. Ja, nach Club betreten. So, kurz gucken, ob jetzt wieder gut voll ist. Ich denke mal schon. Ja, sieht doch gut aus. Unten rechts könnt ihr sehen, Beliebtheit ist fast wieder komplett voll. Wandressourcen 38.000 drin. 70.000 gehen maximal rein. Und ja. Gut, Leute, wenn euch diese kurze, aber spontane Folge von GTA Online gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und ja, Leute, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt allen einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.